So, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Besprechung von Blatt 6. Wir machen weiter mit Aufgabe 2. Und ich habe da jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet, weil ich habe gerade gemerkt, mit GeoGebra ist das irgendwie alles ein bisschen suboptimal, weil das sehr verklausulierte Eingaben sind und da es ja hier weniger um ein Bediener-Tutorial geht, als ums Verstehen, wie diese Figuren zustande kommen, habe ich einfach mal alle Mengen aufgeschrieben und schon mal Koordinatensysteme vorgezeichnet. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie diese Mengen, die da gegeben sind, entstehen. Und vor allen Dingen, ob sie offen, abgeschlossen bzw. beschränkt sind. So, und die erste Menge, die war relativ simpel. Das sind die Menge aller Punkte im R2, sodass für deren Koordinatenquadrate gilt, dass die Summe kleiner als 4 ist. Und das Ding zeichnen wir uns jetzt mal ein. Na, wie kommt das zustande? Wir können uns das überlegen. Wir könnten das umstellen zu y Quadrat kleiner 4 minus x Quadrat. Und dann kriegen wir raus, Betrag y ist kleiner als die Wurzel 4 minus x Quadrat. Und wenn wir einen Betrag auflösen, kriegen wir mal Plus und einmal Minus diesen Graphen raus. Naja, und das ist aber gerade der Graph von so einem Halbkreis. Das heißt, wir haben hier im Wesentlichen einen Kreis, ja, mit Radius 2, weil wir können ja Kreise im R-Quadrat darstellen als x-Quadrat bis y-Quadrat gleich r-Quadrat. Und kleiner ist dann quasi alles, was im Kreis liegt. Und weil das Ganze kleiner als 4 sein soll, ist die gesamte Kreislinie nicht dabei. Das heißt, wir müssen jetzt gleich beim Zeichnen ein bisschen drauf aufpassen. Vorher machen wir uns hier mal eine grobe Beschriftung. Ich sage das jetzt schon mal vorher, das wird auch nur eine grobe Skizze. Man kann das alles schön machen, aber nicht mit dem Grafiktablet. Deswegen wird das jetzt hier ein bisschen rumgecheatet sein. Aber vielleicht kann man gleich trotzdem erkennen, dass das Ganze ein Kreis sein soll. So. Upsi. Also so ungefähr wird das Ganze aussehen. Der Rand gehört nicht dazu, aber dafür halt alles, was innen drin liegt. Und das sollte man dann auch wirklich einmal mit einzeichnen, weil ansonsten meint man eventuell nur die Kreislinie. Und das ist dann auch ein bisschen blöd. Also, das ist M1. So. Also, ist das Ding offen? Ja, denn ja, ich kann um jeden Punkt eine kleine Epsilon-Umgebung legen, sodass diese Epsilon-Umgebung noch vollständig im Kreis ist. Und zwar egal, wie nah ich mich an den Rand taste, ne? Weil ja der Rand nicht dazugehört, habe ich keine Randpunkte, das heißt, das Ding ist offen. Was jetzt nicht heißen soll, dass jede Menge, die keine Randpunkte besitzt, automatisch offen ist. Das ist nämlich auch nicht ganz richtig. Wichtig ist halt diese Begründung, dass man halt um jeden Punkt der Menge so eine Epsilon-Scheibe legen kann, die vollständig in der Menge liegt. So, damit ist das Ding auf jeden Fall erstmal nicht abgeschlossen, weil ich kann halt nicht zu jedem Punkt eine Umgebung finden, die sowohl drin liegt als auch draußen Punkte hat, sodass halt quasi die Randpunkte nicht zur Menge gehören. Somit ist das Ding nicht abgeschlossen. In diesem Fall, weil wir halt schon wissen, dass das Ding offen ist. Im Allgemeinen ist es wichtig, sich zu merken, es ist nicht äquivalent, dass etwas nicht offen ist und dadurch abgeschlossen. In diesem Fall können wir das allerdings sagen, weil wir ja die Menge schon kennen. Aber im Allgemeinen wäre es halt blöd, das zu sagen, weil es nämlich nicht stimmt. So, und beschränkt ist das Ding auch. So, was heißt beschränkt jetzt im R2? Naja, im Wesentlichen heißt das, ich kann eine obere Schranke finden, eine untere Schranke, und zwar in beiden Achsen. Das heißt, im Wesentlichen kann ich ein endliches Rechteck um das Ding legen. Und das ist hier natürlich der Fall, das heißt, das ist eine beschränkte Menge. Gut, soweit der einfachste Fall. Gucken wir uns mal an, wie das bei B aussieht. Da ist es nämlich schon ein bisschen kniffliger. Und zwar haben wir bei B die Menge aller Punkte im R2, sodass x Quadrat minus y Quadrat kleiner gleich 1 ist und das y Quadrat kleiner als 4. Und fangen wir mal mit dem letzten an. Y Quadrat kleiner als 4 heißt ja, dass y zwischen minus 2 und 2 liegt. Das heißt, wir machen uns hier oben wieder so eine grobe Einteilung und haben jetzt im Prinzip hier schon mal zwei Geraden gefunden, die das Ganze begrenzen werden. Und die sind schon mal wieder bewusst gestrichelt, weil die gehören auf keinen Fall dazu, weil das ja echt kleiner als 4 sein soll. So, und jetzt müssen wir uns noch angucken, was dieses x² minus y² kleiner gleich 1 macht. Und das ist ja fast ein Kreis. Fast in dem Sinne, als dass, wenn ich hier einen plus y² hinschreibe, ich ja den Kreis mit Radius 1 bekomme. Jetzt steht hier aber blöderweise ein minus y². Und das kann man sich jetzt wieder umschreiben zu y², also minus y² kleiner gleich 1 minus x². Also y² größer gleich 1 plus
x². So, und das kann man jetzt so interpretieren, wir zeichnen uns hier einfach mal x gleich 1 immer ein. Und dann denken wir uns Parabeln nur halt nach y geöffnet. Also statt jetzt die Parabeln so rum zu öffnen, halt entsprechend in die andere Richtung. Und dann zeichnen wir einfach die Normalparabel ein. Das heißt irgendwie sowas. Ist jetzt wieder ein bisschen krickelig. Aber ich... nee, das ist zu gerade. Das war einer zu viel. Naja, ist auch nicht so wichtig. Also wie gesagt, wer das nochmal wirklich in ganz detailliert genau sehen will, der sollte sich das wirklich einmal plotten. Aber so bekommt man halt eine gute Idee. Also, und was gehört jetzt dazu? Naja, diese beiden Ränder gehören auf jeden Fall dazu, weil das Ganze ist ja größer gleich. Und natürlich das ganze Innere, weil wir haben ja auch alle inneren Punkte mit dabei. Das heißt, dieses hier ist im Wesentlichen die Menge. Und wenn man jetzt hier noch alles, was quasi draußen liegt, wieder wegnimmt, dann hat man hier eine ganz vernünftige Skizze der Menge bekommen. Und das ist dann eben M2. So, das Ding ist jetzt nicht offen. Ne, weil ich kann hier um diesen Punkt zum Beispiel, kann ich keine Epsilon-Umgebung legen, die komplett in der Menge liegt. Das ist aber auch nicht abgeschlossen. Ne, also es ist nicht richtig, dass nur weil eine Menge nicht offen ist, sie automatisch abgeschlossen ist. Weil hier haben wir halt Mengen, beziehungsweise Teile dieser Mengen, wo das funktioniert und Teile der Mengen, wo das nicht funktioniert. Sie ist allerdings sicherlich immer noch beschränkt, weil ich kann sie wieder in ein endliches Rechteck packen. Das geht also gut. Das wäre dann im Wesentlichen M2. Und jetzt machen wir den ganzen Kladderadatsch nochmal auf andere Art und Weise, nämlich wir nehmen uns quasi x² minus y² größer als 1 statt wie hier kleiner gleich. Das heißt, wir werden auf jeden Fall schon mal wissen, es werden wieder die gleichen oberen Grenzen sein und es wird auch wieder irgendwas mit der minus 1 und der 1 zu tun haben. Nur halt jetzt genau andersrum. Ne? Das heißt, wir nehmen hier wieder die gleichen Begrenzungen. Ja, also hier geht wieder die Parabel raus bis zur 2. Ne, das kann man wirklich ein bisschen schöner machen, auch mit dem Tablet. So, das heißt, hier geht die Parabel irgendwie raus, geht bis zur 2. Na, und größer kann sie nicht werden. Aber die Bedingung bleibt natürlich gleich. Das heißt, hier geht es dann irgendwie gerade weiter. Hier unten genauso. Und entsprechend gerade hier. Das gehört alles dazu. Und jetzt muss man sich ein bisschen was denken. Nämlich, das Ganze soll ja größer als 1 sein. Das heißt, die ganze Geschichte hier gehört nicht dazu. Weil hier ist sie ja genau gleich 1. Und auf der anderen Seite halt spiegelbildlich genau das gleiche. Diesmal kann ich es direkt punkten. Oh Gottchen, das ist ein bisschen verworren hier. Das ist auf einer Tafel wesentlich einfacher. Aber als ganz ordentliche Näherung passt das, glaube ich. Das hätte man jetzt hier natürlich auch noch stricheln müssen, weil das ist ja kleiner 4. Das heißt, das gehört auch alles nicht dazu. Ich deute das jetzt hier mal so an, das heißt jetzt nicht, dass die Linien durchgestrichen sind, sondern einfach nur gestrichelt. Und dann kommt eben alles hier dazu und das Ganze geht dann hier bis ins Unendliche weiter und das Ganze geht dann hier bis ins Unendliche weiter. Also es ist quasi genau der andere Teil dieser Menge, wenn man das hier nach da fortsetzt. Diese Menge, die ist jetzt natürlich offen, weil hier kann ich jetzt wieder um jeden Punkt in der Menge eine Epsilon-Umgebung legen, sodass die vollständig in der Menge liegt, weil ich habe ja hier keine der Begrenzungslinien drin. Die Menge ist jetzt aber nicht mehr abgeschlossen. Das heißt, was heißt nicht mehr? Sie ist nicht abgeschlossen, aber sie ist auch nicht mehr beschränkt, weil die geht jetzt halt auf beiden Seiten bis ins Unendliche. Das heißt, wenn ich hier ein Rechteck drumlegen möchte, dann habe ich eine Seitenlänge, die auf jeden Fall unendlich werden muss und dann ist das Rechteck nicht mehr endlich. Das heißt, dann haben wir auch keine Beschränkung mehr. Gut, das wäre diese Menge. M4 ist eine ganz lustige Geschichte an sich, weil M4 hat eine kleine Besonderheit. Es stiftet nämlich ein Gitter über R, beziehungsweise über R2. Und zwar haben wir die Menge aller xy, sodass Sinus x mal Sinus y gleich 0. Und jetzt kann man sich ja überlegen, das Produkt zweier Zahlen ist genau dann gleich 0, wenn einer der Faktoren gleich 0 ist. Also entweder ist Sinus x gleich 0 oder Sinus y gleich 0. Und das ist immer genau dann der Fall, wenn wir bei ganzzahligen Vielfachen von Pi sind.
Ich werde das jetzt mal hier in sehr klein einzeichnen, weil sonst wird das hier sehr unübersichtlich. Also immer da, wo wir hier vielfache, ganzzahlige Vielfache von Pi haben, da wird jetzt gleich eine Linie durchgehen und die ist auch wirklich durchgezogen. Und das stellt man sich jetzt bitte auch wieder in schön vor, weil das ist auch hier wieder nicht ganz so einfach. Aber ich glaube, das Prinzip, was dahinter steckt, das ist klar. Und was natürlich insbesondere dazu gehört, ist x- und y-Achse. Weil da ist es ja jeweils einfach 0 mal Pi. Und dann kriegt man hier so ein Gitter raus. Ja, und dieses Gitter besteht jetzt halt nur aus Randpunkten. Und das heißt, es ist abgeschlossen, aber nicht offen. Also offen ja, nee, offen nicht, Entschuldigung. Abgeschlossen ja, beschränkt nein. Weil auch das geht halt wieder in jede Richtung weiter. Und deswegen kann ich kein endliches Rechteck drum nehmen. Ja, und das wäre dann M4. Hier oben sollte ich vielleicht noch M3 dran schreiben. Gut, dann machen wir weiter mit M5. Das geht auch noch relativ gut. Welche Farbe nehmen wir denn da jetzt mal? Jetzt nehmen wir mal hier so ein helles Orange. Mal gucken, ob das klappt. Was haben wir hier? Wir haben alle xy aus r², sodass das x größer ist als y² und x² kleiner ist als 4. So. Also x² kleiner als 4, das ist wieder äquivalent zu x kleiner als 2 oder x größer minus 2. Das heißt, wir haben hier irgendwie auf natürliche Weise schon mal zwei Begrenzungen drin. Nämlich einmal x gleich minus 2 und einmal x gleich 2. So, und jetzt soll x ja größer sein als y², also muss x insbesondere positiv sein. Ja, und y² ist aber auch einfach hier wieder die Normalparabel. Ja, hier sollte so ein bisschen glatter sein. So, und jetzt soll x ja größer sein als dieses y², also kriegen wir genau diese Menge hier drin. Jo. Genau. So, das Ding ist jetzt auch wieder nicht offen. Und, ne, nicht offen wäre jetzt blöd. Es ist natürlich offen, weil keine der Ränder dazu gehört, weil das hier ist ja auch wieder so gedacht, gestrichelt. Also das lässt sich alles ein bisschen schöner visualisieren, aber ich glaube, die Idee kommt drüber, die dabei entsteht. Also es ist natürlich offen. Es ist nicht abgeschlossen. Aber es ist natürlich wieder beschränkt, weil ich kann jetzt ja wieder ein endliches Rechteck drum bilden. Man könnte natürlich statt endlichem Rechteck nehmen auch Kreis mit endlichem Radius. Das funktioniert auch. Das ist nur ein bisschen... ja, hibbeliger vorzustellen. Ist aber auch in Ordnung. Gut, das waren die drei relativ, die fünf relativ unkomplizierten Mengen. Und jetzt kommt der Fisch, nämlich diese Zusammensetzung aus drei verschiedenen Mengen, nämlich M7, M8 und M9, die auf gewisse Art und Weise vereinigt und dann wieder mit einem Komplement versehen werden. Und zwar in dieser Art und Weise. Wir haben einmal, dass M6 gleich M7 vereinigt mit der Differenz von M8 und M9 ist. Und für die einzelnen Mengen gelten diese Beschreibungen. Und das dröseln wir uns jetzt im Folgenden mal ein bisschen auf. Dafür nehmen wir jetzt mal irgendwie so ein Babyrosa oder was auch immer das für eine Farbe sein soll. Und fangen wir mit M7 an. So, M7 sagt uns ja erstmal, okay, unser x wird zwischen minus 3 und minus 2 liegen. Jetzt müssen wir uns das mal irgendwie sinnvoll skalieren, damit das irgendwie auch ein Maß hat. Das heißt, hier zwischen wird dann unsere Menge liegen. Hier wird sich das ähnlich verbreitern. Und dass wir dann gleich einen ganz guten Anhaltspunkt haben. Gut. So, also was haben wir hier jetzt genau? Wir haben 4 plus 2x soll kleiner gleich y sein und y soll wiederum kleiner gleich 4 minus 2x sein. Das sind also im Wesentlichen zwei Geraden auf dem Intervall minus 3, minus 2 und y soll halt dazwischen liegen. Das heißt, wir zeichnen jetzt die beiden Geraden einmal ein. Also 4 plus 2x wird jetzt ungefähr so aussehen. Ja, 4 minus 2x dann ungefähr so. Das Ganze wird bei minus 3 abgeschnitten. Das heißt, wir kriegen hier hinten quasi die Schwanzflosse, schwieriges Wort, raus. Und natürlich gehört alles, was innen drin liegt, dazu, weil wir ja hier diese kleine Gleichbedingung haben.
Also, das ist M7. Jetzt fehlt noch der Rest. Also, fangen wir mit M8 an. Na, ich bleibe mal bei der Farbe. So, M8 ist jetzt ein bisschen komisch aufgeschrieben. Wir haben x gleich r mal Cosinus t und y gleich r mal Sinus t. So, das ist im Wesentlichen nichts anderes als ein Kreis. Denn, wenn wir uns mal den Einheitskreis angucken, mal ganz grob hingeschrieben, dann haben wir ja hier an der Stelle quasi den Punkt Cosinus 0, Sinus 0. Na, also Cosinus 0, wir gehen 1 nach rechts, Sinus 0, wir gehen 0 nach oben. Und auf die Art und Weise können wir jetzt hier in diese Richtung den Kreis durchlaufen, mittels der Parametrisierung Cosinus t, Sinus t. Und das t läuft einmal komplett rum, also 0 bis 2 Pi. So. Und was wir jetzt hier im Wesentlichen haben, ist, wir haben die gleiche Variante, nur mit einem anderen Radius. Und zwar ist der Radius gerade 2. Das heißt, wir haben hier den Kreis mit Mittelpunkt 0 und Radius 2. Und schneiden da ein Stück bei Pi Sechsteln und 11 Pi Sechsteln raus. Das heißt, wir gucken uns einmal an, wir nehmen hier so grob den Winkel Pi Sechstel. Den spiegeln wir einmal auf die andere Seite. Und dann versuchen wir den Rest möglichst originalgetreu durch einen Kreis zu verbinden. Nee. Das ist alles nicht so einfach, wenn man kein wirkliches Maß gerade hat. Also hier unten wäre dann die minus 2. Das heißt, hier entsteht im Wesentlichen das. Und auch da gehört wieder alles zu, was in der Menge drin liegt. Das heißt, das hier wäre dann M8. Und jetzt kommt noch M9. Denn was haben wir bis jetzt nur gemacht? Jetzt nehme ich tatsächlich nochmal eine andere Farbe. Wir haben jetzt geschrieben, M7 vereinigt M8. Das ist das Gebilde. Und jetzt müssen wir aus M8 aber noch M9 rausnehmen. Und M9 ist die Menge, die halt diese Form hat. Und das beschreibt im Wesentlichen auch einen Kreis. Nämlich, wir nehmen uns hier die x-Koordinate, um die das Ganze verschoben wurde, nämlich x gleich 1/2. Und wir haben y gleich 1. Das heißt, das ist unser Mittelpunkt. Also 1/2 und y gleich 1. Also ist hier der Mittelpunkt. Und dann ist das Ganze wieder eine Kreisbeschreibung durch die Quadrate. Ja, und hier steht jetzt gerade das Quadrat des Radius. Also ist der Radius des Kreises 1/4. Das heißt, hier kommt so ein Radius 1/4-Kreis rein. 1/4-Kreis, nicht 1/4-Ellipse. Ja, besser. So, und das hier wird komplett rausgenommen, bis auf die Kreislinie. Das heißt, die Kreislinie bleibt drin. Und das, was dann insgesamt die Menge M6 ist, ist dann diese Flosse, vereinigt mit dem Kreisausschnitt, abgezogen dem Inneren von diesem Kreis, sodass hier die Kreislinie erhalten bleibt. Das heißt, wir kriegen auf diese Art und Weise den Fisch zusammengebaut und können uns jetzt angucken, ist das Ding abgeschlossen, offen oder sonst was. Offen ist es nicht, aber es ist abgeschlossen, denn hier ist der Rand komplett drin, hier ist der Rand komplett drin und dadurch, dass bei der Kreisscheibe ja gerade der Rand drin bleibt, weil wir nehmen ja nur Sachen raus, die kleiner sind als der Kreis, also das Innere, ist das Ding hier tatsächlich abgeschlossen. Und es ist natürlich auch wieder beschränkt, denn ich kann wieder ein Rechteck endlicher Seitenlänge drumherum legen und habe dadurch meine Schranken gewählt. Gut. Ja, das ist im Wesentlichen alles dazu. Macht euch bitte nochmal wirklich klar, wie diese Figuren zustande kommen, weil ich möchte es nicht ausschließen, dass vielleicht so eine Aufgabe mal in der Klausur ist, wenn da irgendwas berechnet werden soll, auch zeichnen Sie die Fläche, zeichnen Sie den Körper. Das sind durchaus klassische Geschichten, das heißt, es ist durchaus wichtig zu wissen, wie diese Sachen gezeichnet werden und das sollte da einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Es ist jetzt selten eine reine Klausuraufgabe, aber es kann immer mal so als kleine Teilaufgabe mit dabei kommen und das sind halt blöde Punkte, wenn man die nicht hat, weil es eigentlich relativ einfach ist. Gut, dann bedanke ich mich wieder für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, auch das hat ein bisschen geholfen. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Video. Tschüss.